Moin Leute, was geht und willkommen zurück zu einem neuen Video. Und zwar geht es in diesem Video um die AK-47 aus Call of Duty Black Ops Cold War. Die AK-47 war ja damals eine ganze Zeit ziemlich gut und die hat man ja damals auch gerade so in Iron Trials recht viel gespielt, weil die da einfach einen hohen Damage per Kugel eben hatte. Die AK-47 wurde dann aber ein paar Mal genervt, was den Schaden und den Rückschuss angeht. Aber jetzt letztens, wo jetzt nochmal ein paar andere Sturmgewehre eben genervt wurden, muss ich echt sagen, hat das Ding auf jeden Fall wieder in sich. Ich habe die AK-47 auf jeden Fall auf Fortune's Keep und auf Rebirth ausprobiert und sie hat mir auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht. Klar, die Waffe hat ein bisschen Rückstoß. Ich finde aber, wenn man sich einmal den Rückstoß gewöhnt hat, geht das eigentlich ziemlich klar vom Rückstoß her. In diesem Video habe ich natürlich wieder Gameplay für euch vorbereitet, was ich onstream erspielt habe. Und am Ende von dem Video zeige ich euch dann natürlich auch wieder die beste Klasse für die AK-47. Falls euch meine Videos gefallen und ihr mich unterstützen wollt, würde ich mich auf jeden Fall sehr über ein Like oder ein kostenloses Abo freuen. Wie gesagt, mein Ziel ist es hier auf dem YouTube-Kanal, die 50 Abonnenten bis zum Ende des Jahres zu schaffen. Und schaut auch gerne auf Twitch vorbei, Tribe5, der Link ist in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Gameplay und dann bis gleich zur Klasse. Ist ja scheiße jetzt für ihn hier. Ja, ich habe da einen One-Shot bei dir. Jetzt landen nochmal zwei bei dir. Hab ich ja. Ja, der ist wieder One-Shot. Ja, bin da. Ist heute, ne? Ich bin kurz vorm. Einer. Naja. Hä? Prozent sicher. Schaden. Lass mal Max Mann, oder? Im Tower ist einer drüber gesprungen. Noch mal einer vor mir. Oh. Nein! Achtung, 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 hab ihn! Ab ihn. Das ist down, oder? Nein, ey! Sorry! Max! Nein, Yannick! Du dummes Stück Scheiße, Digga! Du Scholz-Faggot! Was? Das kann ich jetzt nicht sagen? Er kriegt Karma. Nee, er kriegt Karma. Ui. Ah, nice. Einer knockt, der da unten mal hier rein ist. Sind wir Control runter? Ich würde gerne mal Max schon hier spielen. Bitte? Kommst bitte? Digga, wie er geleckt ist. Doppel 4. Ja. Digga, ist ja so eine Scheiße, wenn ich hier die falsche Waffe in der Hand hab. Das ist jetzt aber frech hier. Ja,
Eine Pfeife. Krieg die Krise. So, kommen wir jetzt auch schon zur besten Klasse für die AK-47 und das ist eigentlich so hier das ganz klassische Cold War Sturmgewehr-Setup. Ganz klassisch natürlich wie immer hier den GRU-Schalldämpfer für eine bessere Rückschusskontrolle, für eine bessere Bullet Velocity und dass ihr eben nicht auf der Minimap angezeigt werdet, wenn ihr schießt. Dann wie immer natürlich wieder den letzten Lauf, nochmal für eine bessere Bullet Velocity und nochmal für eine deutlich bessere Rückschusskontrolle. Dann beim Visier das Agile Arms mal 3 Visier, einfach nochmal, dass ihr einen höheren Zoom habt. Und das ist eigentlich so das beste Visier, was ihr spielen könnt. Und hier spiele ich hier diesen Blue Dot. Finde ich eigentlich am besten bei dem Visier. Und dann beim Magazin spiele ich persönlich hier das 45-Schuss-Magazin, nicht das 60-Schuss-Magazin, da die AK ja eine sehr langsame Feuerrate hat. Und da finde ich, reichen dann noch 45 Schuss völlig aus. Und ihr verliert dann auch nichts an ADS-Time. Und dann zum Schluss noch den Spätsnachtsgriff nochmal für eine bessere Rückschusskontrolle. Das hier ist auf jeden Fall die beste AK-47-Klasse, wie ihr sie aktuell in Warzone spielen könnt. Eine gute Time-to-Kill. Sie hat zwar ein bisschen Rückschuss, aber wenn ihr euch da einmal dran gewöhnt, geht das wirklich auf Rebirth und Fortune's Keep wirklich extrem klar. Und wie gesagt, einfach nur eine extrem geile Waffe. Und dann würde ich sagen, war es jetzt aber auch schon wieder mit dem Video. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen bis hierhin. Wie gesagt, das Scale-Like und ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir noch die 50 Abonnenten bis zum Ende des Jahres schaffen könnten. Falls ihr mich da unterstützen wollt, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Und schaut natürlich auch noch gerne auf Twitch vorbei. Dort würde ich nämlich gerne die 200 Follower knacken bis zum Ende des Jahres. Schreibt auch noch sehr gerne Feedback in die Kommentare, damit ich weiß, was ich besser machen muss. Das würde mir auf jeden Fall bei meinen Videos sehr weiterhelfen. Und dann würde ich aber sagen, vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.